Ich würde sagen, wir schauen uns ein paar Videos gemeinsam an. Und ich würde sagen, wir fangen auf ganz entspannt mit dem Video von ABK an. Das ist doch schon ein bisschen älter, meine Freunde, aber ich würde es mir gerne reinziehen. Ich habe es nämlich noch nicht geguckt. Let's go, der Hase, auf geht's. Weißt, wir können alle dieses Thema nicht mehr hören. Das hat hundertprozentig von jedem von euch mindestens einmal den Kopf gefickt. Sei es in der Schule, irgendwo draußen auf der Straße oder so. Digga, ich kotze gleich wirklich, ich sag's, wie es ist. Sogar im eigenen Zuhause. Ich habe mich zu Hause auch manchmal mit meiner Familie gestritten. Es geht nämlich um Corona. Aber genau das macht mir gerade Angst. Mhm. Ich sehe irgendwelche Huren, so ein Bläser-Influencer, die rumreisen, wo ich mir denke, du kleiner Bastard, Alter. Da ist gerade mal so ein bisschen alles gelockert worden. Direkt müsst ihr das alles in Anspruch nehmen. Ja, ich flieg weg, ich mach das. Auch damals zwischen Shiri David dreht die Musikvideo noch zur Corona-Hypezeit. Mit voll vielen Leuten wurde die erwischt. Und wenn man sieht, man so zufälligerweise kommt Polizeieinsatz, bei der das Ganze wurde aufgelöst. Ups. Was sagt die irgendwann in einem Statement? Ja, mein Musikvideo kommt leider erst ein bisschen später. Und auf einmal fängt das Musikvideo mit welcher Szene an? Mit der Szene, wo man den Zeitungsbericht über Shirin David sieht, dass sie da so eine Corona-Party. Ja gut, schwierig. Das war so lächerlich extra gemacht, dass man einfach nur unbedingt diese Szene im Musikvideo drin haben wollte und nochmal kurz vor dem Musikvideo einen kleinen Hype mitnehmen wollte, nämlich, dass man sowas gemacht hat. So, wisst ihr, kommt gerade fast der zweite Lockdown, weil ich irgendwelche Spastis nicht verhalten kann. Ich schwöre, Corona hat mir 7000 Euro plus ein neues iPhone geboten. Wenn ich zu dem nach Madeira komme, Wallah, ich bin nicht geflogen. Ich habe mir eine Sache ausgedacht, wie ich das irgendwie anders mit dem dribbeln kann, dass ich dieses Geld trotzdem bekomme. Ich will euch einfach nur alle warnen, weil dieses Coronavirus ist ernst zu nehmen. Ich selber schiebe Lachkicks in meinen Videos über Coronavirus, bin im Februar sogar noch nach Japan geflogen, weil ich das nicht ernst genommen habe, habe sogar noch in Japan Witze über Corona gemacht. Ich werde natürlich weiterhin Witze darüber machen, weil ich über alles Witze mache, auch wenn ich die Dinge ernst nehme, um das so leichter zu verarbeiten, einfacher zu ertragen und so. Und zwar muss man wirklich zugeben, dass die Medien dieses Corona-Thema so ein bisschen mehr aufpushen. Weil, ich sag euch ganz ehrlich, wenn du gerade siehst, da ist ein Hype-Thema, was machen die YouTuber? Die reagieren alle auf dieses Thema. So ist auch mit diesen ganzen Nachrichtensendern. Lass mal einfach auf Corona reagieren. Best of Corona 2020 Reaction kommt. Wenn jetzt alle über Corona reden, wir jetzt aber über irgendeine gefährdete Hornissenart sprechen, interessiert's keinen. Da gucken die Leute, was diese Corona-Sache da ist. Da klicken eher Leute drauf, weil Corona eben gerade alle betrifft. Walla, bleibt zu Hause. Man kann zu Hause viel machen, Alter. Ich habe mir Klavierspielen beigebracht. Das ist Baba. Bringt euch das selber bei. Ihr braucht keine Noten lesen. Kann ich bis heute nicht. Spielt Videospiele. Macht Instagram-Webvideos in eurem Zimmer von mir aus. Scheiß drauf. Dreht TikToks von mir aus. Macht eure Hausaufgaben. Ist langweilig, aber egal. Wenigstens Zeit vertreiben. Walla, ihr müsst nicht so oft rausgehen. Alter, ich sehe manchmal 14-jährige Kinder in der Stadt abends 21, 22 Uhr draußen, da bin ich schon irgendwie mit zwei, drei Kollegen, weil ich nicht alleine um diese Uhrzeit raus darf. Und dann denk ich schon mal, die armen Eltern, die haben 100% zu Hause mit denen diskutiert und gesagt, ey, du gehst nicht raus. Aber die Kinder wollen auf cool machen und sagen, nee, ich bleib jetzt mit meinen Freunden. Ihr müsst euch vorstellen, so, ich höre so, Frankfurter, einer hat Corona, Bruder, der hat daran gemerkt, dass er seinen Joint nicht mehr geschmeckt hat. Und dann ist er zum Arzt gegangen und der Arzt sagt zu ihm, du hast Corona, die gehen danach am nächsten Tag Friseur und sonst was, die juckt das nicht. Digga, wie lost, wie lost, wie lost, wie lost. Ekelhaft, ekelhaft. Sogar die Menschen, die kein Corona bekommen haben, sind durchgedreht wegen Corona. Alle Schaden bekommen. Bruder, ich sag euch ehrlich, manchmal dachte ich mir auch mit, ach, fick deine Mutter mit Maske, fuck mich nicht ab, nerv mich nicht und sonst was. Das ist Corona. Ich schwöre, spricht uns leider so sehr aus der Seele. Ist ein Stresstest. Das testet auch deine Psyche. Auf jeden Fall habe ich ja damals schon bei Instagram gepostet, so, ey Leute, hier mit Corona, passt auf. Dann habe ich darüber abgefragt, weil mir so ein paar in den Arsch gefickte Aluhutträger geschrieben haben, gibt's nicht. Einzige, was... Corona existiert nicht. Euer Gehirn. Dann hat mir daraufhin ein Kollege, mit dem ich damals mein Abitur zusammen gemacht habe, auf meine Story geantwortet. Was labern manche Leute eigentlich für Scheiße? Natürlich gibt's Corona. Mein Onkel ist daran verstorben. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Kollege, mit dem ich damals Abitur gemacht habe, er ist im April an Corona erkrankt. Und ich habe mich mit dem jetzt vor ein paar Tagen mal einfach getroffen. Ich wollte auch mal so wissen, so, ey, wie geht's ihm und wie war das Ganze und alles. Und Leute, als er mir das erzählt hat, ne, ich habe richtig Paras bekommen. Ja, bei meinem Kollegen war das dann halt so, sein Vater hatte irgendwie grippeähnliche Symptome. Und daraufhin hat dann halt der Arzt erstmal das Ganze dem Gesundheitsamt gemeldet. Und mein Kollege und seine ganze Familie wurden dann halt einen Tag später eingeladen zu einem Corona-Test. Leider wurden alle auf Corona positiv getestet. Müsst ihr euch vorstellen, dass seine beiden Eltern sehr wohl Symptome hatten, also haben sich schwächer gefühlt, Schmerzen und sonst was. Mein Kollege selbst hatte gar keine Beschwerden. Und er sagt auch zu mir, Bruder, dieses Quarantäne, jede Person, die im Haushalt lebt, musste eine Rufnummer hinterlassen. Klar. Und dann haben die immer bei verschiedenen Angerufen, mal bei seinem Vater, mal bei seiner Mutter, mal bei ihm. Und da musst du immer das Telefon weiterreichen. So. Und die haben das
extra mal so gemacht, damit die wissen, ob wirklich alle zu Hause sind. Überwacht, aber natürlich auch zurecht. Und mein Kollege hat dann denen am Telefon gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte meinen Geruchssinn verloren. Er hat sogar einmal zum Test Apfelessig genommen, das unter seiner Nase gehalten, nichts gerochen. Und dann nach zwei Wochen haben die nochmal diesen Corona-Test gemacht, aber dann halt nur bei meinem Kollegen, weil der nochmal so auffällige Symptome genannt hat. Und dann wurde er darauf negativ getestet. Und Leute, jetzt kommt nämlich das Gruselige an der ganzen Sache. Dann sagt er zu mir, Bruder, auf einmal 4-5 Tage später, ich krieg richtig Fieber, 4 Decken, ich lieg in meinem Bett, Bruder, Schüttelfrost, ich krieg wie so ein bisschen Krampf am Körper. Ihm ging's einfach richtig scheiße. Digga. Auf jeden Fall haben dann natürlich die Eltern von meinem Kollegen den Arzt gerufen. Der kam zu denen nach Hause. Der Kollege von mir konnte nicht mal auf dem Stuhl sitzen. So krass gefickt war der. Er meinte, Bruder, nix ging mehr. Und dann hat sich halt der Arzt gedacht, okay, der war einmal positiv. Danach war ja wieder alles gut, negativ. Und der Arzt merkt dann, okay, jetzt geht's dem Typen wieder scheiße. Nicht, dass der irgendwie wieder Corona hat, man weiß ja nicht. Direkt eine Überweisung für das Krankenhaus angefertigt. Mein Kollege wurde mitgenommen, Digga. Direkt in die Notaufnahme. Direkt Abstriche von dem gemacht, alles mögliche, Röntgen, ja, dies und das. Das Krasse ist, dass dann die Ärzte bei dem Röntgenbild seiner Lunge feststellen konnten, dass er mal an Corona erkrankt war. Obwohl er ja schon mittlerweile auf Corona negativ getestet war. Nach der Notaufnahme kam dann mein Kollege direkt in so eine Isolierstation. Ein Tag später wurde dann meinen Kollegen wieder so einen Corona-Test gemacht. Immer noch negativ. Daraufhin haben dann die Ärzte ihn von dieser Isolierstation genommen, haben den dann auf so eine Lungenstation getan. Da wurde der richtig auseinandergenommen. MRT, Bronchoskopie, also die haben so eine Kamera reingetan, die haben seine komplette Lunge gescannt, alles. Die haben dem eine Blutkultur angesetzt, um zu gucken, ob der vielleicht irgendwie bakterielle Infektionen hat und sonst was. Mein Kollege war ganze 12 Tage auf dieser Lungenstation, Digga. Da der halt gar keinen Besuch empfangen durfte, weil man da noch vor so einer Ungewissheit stand. Dann hat er mal sein Handy rausgeholt, ich glaube, das haben alle meine Freunde, diesen Tick. Und da hat heimlich dann die Ärzte aufgenommen, um seinen Eltern quasi dann immer ein Update zu schicken. Und ich zeige euch jetzt mal hier so eine heimliche Aufnahme. Ich zensiere natürlich auch die Stimme des Arztes. Oh, mein Kollege, der ist hinter der Kamera, aber der will halt nicht gezeigt werden. Das war jetzt keine akute Bronchitis, sondern eher eine Lungenentzündung. Ja, Alter, sie haben das einfach so bekommen. Sie hatten diese Corona. Ja. Da ist alles gelaufen, alles weggegangen. Und normalerweise, wenn das Virus die Lunge mal infiziert, und er geht weg, dann ist die Lunge ganz genau wie eine unheile Wunde, ja? Okay. Und da kann jedes Keim, Virus kommt, bereitet den Boden auf, kommt das Keim, macht deine Lunge nicht. Das Ganze war so krass, mein Kollege. Alter, ich hab mir so gefragt, Bruder, jetzt ehrlich, sag mal. Das heißt, Corona hat selber quasi nur die Vorarbeit geleistet und den Weg geebnet für eine andere Infektion. Was krass ist, Digga. Diese Corona und so, ein bisschen Filme und Faxen und so. Natürlich gibt's das und so, aber manchmal übertreiben die und so. Da sagt sie mir, Bruder, du bist ein Hund, wenn du das sagst. Es ist keine normale Grippe, es ist keine normale Erkältung, wie manche sagen. In meinem Fall, Bruder, es hat mein Leben gefickt. Er sagt, bis heute denke ich mir manchmal noch, ey, ich schmeck Sachen nicht, ich riech Sachen nicht richtig. Er sagt zu mir, Bruder, ich schwöre, ich lag im Krankenhaus im Bett. Ich habe Abos gekündigt von Netflix, von sonst was, weil ich dachte, ich werde das nicht überleben, Bruder. So einfach so krass. Die letzte Kraft, die er hat, noch nehmen, um Abos zu kündigen, damit seine Eltern kein Minus haben. Lach jetzt, aber Leute, ich schwör auf alles, das ist ernst gemeint. Und aber er sagt auch zu mir nicht jetzt so wegen Fernsehen, weil ich gesagt habe, Corona, krass. Er sagt einfach, scheiß auf Fernsehen, wie es mir selber ging. Warte, ich war tot, Bruder. Ihr müsst euch vorstellen, danach, nachdem er die ganze Scheiße durchgemacht hat und Alhamdulillah wieder gesund wurde, dann ist sein Onkel daran erkrankt und auch daran verstorben. Noch mehr den Beweis für Corona kann man nicht haben, Leute. Deswegen dachte ich mir, ey, das hat mich auch berührt und ich wollte das unbedingt als meine Zuschauer, wollte ich das unbedingt mal sagen. Lachkick schieben können wir immer. Aber die Frage ist, wie lange können wir noch Lachkick schieben, wisst ihr? Deswegen wollte ich einfach in diesem Video mal euch darüber aufklären, wichtige mal Message erzählen, weil das war immer so ein anderes Gefühl, wenn du das von jemandem hörst, der wirklich darunter gelitten hat. Und ich hoffe, dass dieses Video euch vielleicht mal so ein bisschen die Augen öffnet. Und ich hoffe, dass ich selber auch nochmal genauer darüber nachdenke und nicht jedem Abonnenten, der sich noch vorher die Eier angefasst hat, so ganz einfach die Hand gebe. Bruder, egal, gib Corona, AIDS, gib mir alles mit. Ich setze mit diesem Video auch ein Statement für mich selber. Hoffe ich mal, dass ich da